بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Wenn man die Lebensgeschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt, beginnt man meistens schon 1000 Jahre vorher, bei Ibrahim alaihi salam. Ibrahim hatte einen Sohn namens Ismail und einen weiteren Sohn namens Ishaq. Von Ishaq stammen die Kinder Israels ab und von Ismail stammen die Araber ab und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist somit ein Nachfahre von Ismail alaihi salam. Einige Generationen vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es eine Person, die Qusay ibn Kilab hieß. Und dieser Qusay war in anderen Worten der Herrscher von den Quraysh. Quraysh ist der Stamm, aus dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam von dem Stamm Quraysh. Und dieser Qusay, er hatte die Kontrolle über die Hijabe. Das heißt die Vormundschaft der Kaaba. Und er war sowas wie der Wächter der Kaaba. Er hatte auch die Kontrolle über An-Nadwa. Und An-Nadwa war die Versammlung der Quraysh, sowas wie ihr Parlament. Er hatte auch die Macht, einen Krieg zu führen. Es war so gut wie alles unter seiner Macht. Als Qusay starb, wurden die jeweiligen Autoritäten unter seinen Kindern verteilt. Einige wurden Abd Manaf gegeben und andere Autoritäten wurden den anderen Brüdern gegeben. Und der Enkel von Qusay, er hieß Amr. Und er erbte die Vorsorge für die Hujjaj, für diejenigen, die Hajj machten. Das mag banal klingen, aber es war zu dem Zeitpunkt eine sehr angesehene Tätigkeit, dass man sogar darum hätte kämpfen können für diese Tätigkeit. Denn er versorgte die Pilgerer. Er versorgte sie mit Essen und Trinken. Amr tat aber etwas Neues. Es war üblich, den Pilgerern Suppe zu geben. Man hat Fleisch gekocht in riesigen Töpfen und die Suppe davon wurde den Pilgerern serviert. Das war eine Möglichkeit, um riesige Mengen an Menschen zu ernähren. Amr tat aber was Neues. Er fügte der Suppe Brot hinzu. Nun hatten die Pilgerer nicht nur Suppe, sondern Suppe und Brot. Den Prozess, das Brot zu zerkleinern, nennt man auf Arabisch Hashim. Wie wurde Amr also genannt? Hashim. Sie gaben Amr den Namen Hashim. Sie gaben Amr den Namen Hashim, weil er das Brot zerkleinerte. Und man diese Tätigkeit auf Arabisch Hashim nennt. Hashim war der Urgroßvater von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er wurde also Hashim genannt, weil er Brot zerkleinerte, nicht weil es sein wirklicher Name war. Sein wirklicher Name war Amr. Hashim heiratete eine Frau aus Medina. Er ging dann nach Palästina, um dort Geschäfte zu erledigen und er starb in Gaza. Die Frau von Hashim wurde von ihm schwanger und brachte ein Kind auf die Welt, welches Sheba genannt wurde. Sheba bedeutet alter Mann. Warum nennt man seinen Sohn Sheba? Der Grund für diesen Namen war, dass er mit grauen Haaren geboren wurde. Deshalb wurde er Sheba genannt. Und weil der Vater von Sheba starb, blieb die Frau von Hashim mit Sheba in Medina bei ihren Eltern. Eines Tages kam ein Mann nach Medina von den Quraysh. Sein Name war Al-Muttalib. Dieser Al-Muttalib, er war der Bruder von Hashim. Al-Muttalib kam und wollte seinen Neffen Sheba mit nach Mekka nehmen. Al-Muttalib war der Bruder von Hashim und somit ist er der Onkel von Sheba. Wo lebte Sheba? In Medina. Sheba war zu diesem Zeitpunkt noch ein kleiner Junge. Und vorerst lehnten sie es ab, Sheba mitgehen zu lassen. Aber dann überzeugte Al-Muttalib sie, indem er sagte, dass er zu der nobelsten Familie der Quraysh gehört, dass er Verantwortung in Mekka übernehmen muss und so weiter. Anschließend willigten sie ein und erlaubten ihn mitzugehen. Als Al-Muttalib mit diesem Jungen in Mekka auftauchte, den zuvor keiner gesehen hatte, dachten diese Leute, dass es ein Sklave von Al-Muttalib ist. Und by the way, zu dieser Zeit waren Sklaven etwas ganz Normales, wie beispielsweise heutzutage Smartphones, waren zu dieser Zeit Sklaven. Es war nichts Besonderes, wenn eine Person einen Sklaven hatte. Das war also was ganz Alltägliches und was ganz Normales. Und Al-Muttalib taucht also mit einem jungen Mann in Mekka auf. Wie nannten sie ihn also? Wie nannten die Leute diesen jungen Mann? Abdul Muttalib. Der Diener von Muttalib, das heißt der Sklave von Muttalib. Und Abdul Muttalib war der Großvater von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sein richtiger Name
war Scheiba, aber er wurde Abdul Muttalib genannt, weil sie dachten, dass er der Sklave von Al-Muttalib ist. Dieser Abdul Muttalib sah in einem Traum viermal hintereinander, wo der Brunnen von Samsam ist. Der Samsam-Brunnen wurde, nachdem ihn Hajar, die Frau von Ibrahim a.s. damals gefunden hatte, wurde dieser Samsam-Brunnen wieder zugegraben nach einer gewissen Zeit. Samsam bedeutet viel. Samsam ist aber auch ein Ausdruck für Wasser, das nicht ganz süßlich ist, aber auch nicht salzig. Abdul Muttalib sah also diesen Traum viermal. Dadurch erfuhr er, wo sich der zugeschüttete Samsam-Brunnen befindet. Als er und sein Sohn den Brunnen wieder freigruben, kamen plötzlich alle Führer und sagten: Das ist der Brunnen unserer Vorväter, lasst uns den Brunnen teilen. Abdul Muttalib sagte: Wartet. Ich war derjenige, der den Traum sah. Ich war derjenige, der den Brunnen freigrub und ihn fand. Dieser Brunnen gehört mir und nur mir alleine. Sie sagten: Keine Chance, wir sind alle Nachkommen Ismails, also teilen wir uns diesen Brunnen. Abdul Muttalib, der Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er lehnte es ab. Und als sie diesen Disput nicht beenden konnten, schlug einer vor, zu einer Hexe oder zu einer Wahrsagerin zu gehen von dem Stamm Banu Sa'd. Banu Sa'd hatte eine Hexe oder Wahrsagerin, die behauptete, mit den Geistern zu kommunizieren. Sie machten sich also auf den Weg, um diese Hexe oder Wahrsagerin zu besuchen. Und als sie ankamen, sagte man ihnen, dass sie nach Asch-Scham ging. Was taten sie also? Sie folgten ihr und gingen auch nach Asch-Scham. Also machten sie sich erneut auf den Weg zu ihr. Während der Reise ging ihnen das Wasser aus und sie waren mitten im Nirgendwo. Inmitten der Wüste und hatten kein Wasser mehr. Abdul Muttalib schlug also vor, dass sie sich ihre eigenen Gräber graben und wann immer einer stirbt, graben die übrig gebliebenen das Grab zu. Als sie in ihren Gräbern saßen, sagte Abdul Muttalib: Das ist nicht richtig. Hier einfach so zu verkümmern, lasst uns nach Wasser suchen. Also machten sie sich alle auf den Weg und wer fand nach kurzer Zeit Wasser? Abdul Muttalib. Also sagten seine Gefährten: Die Tatsache, dass Allah dich in der Wüste Wasser finden ließ und dir in deinem Traum zeigte, wo der Samsam-Brunnen ist, das ist ein Segen, welches dein Recht ist und nur dir gehört. Wir überlassen dir den Brunnen. Zu dem Zeitpunkt, wo sie um den Samsam-Brunnen stritten und Abdul Muttalib nicht nachgeben wollte, fühlte er sich schwach, weil er nur einen Sohn hatte. Denn in einer Stammesgesellschaft hängt die Stärke von den Personen ab, die du an deiner Seite hast. Und du kannst dich nur auf die Anzahl deiner Familie stützen. So funktioniert das Leben in der Wüste. Deine Stärke wird an dem gemessen, wie viele Kinder du hast. Wie viele Brüder, wie viele Onkel. Und Abdul Muttalib hatte zu dem Zeitpunkt nur Al-Harith. Also hielt er ein Gelübde und sagte: O Allah, wenn du mir 10 Söhne schenkst, opfere ich einen für dich. Allah schenkte ihm also 10 Söhne und 6 Töchter. Als er nun die 10 Söhne hatte, wurde es Zeit, sein Wort zu halten. Also wählte er in Form eines Losverfahrens. Und auf wen fiel das Los? Auf Abdullah, auf dem Vater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er wollte ihn aber nicht opfern. Also loste er nochmal und nochmal und nochmal, bis am Ende das Los auf 100 Kamele fiel. Abdullah heiratete eine Frau namens Amina. Abdullah und Amina bint Wahb sind die Eltern des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren? An einem Montag. Aber wann genau? Die Historiker geben unterschiedliche Daten an. Und es wird gesagt, dass er am 2. Rabi' al-Awwal geboren wurde. Das ist eines der 12 islamischen Monate. Und es wird auch gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am 10. Rabi' al-Awwal geboren wurde. Aber die Überlieferung, in der gesagt wird, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, am 2. Rabi' al-Awwal geboren wurde, ist da'if, also ist unauthentisch. Und in der Überlieferungskette ist eine Person, den die Hadith-Gelehrten als da'if einstufen. Bezüglich des 10. Rabi' al-Awwal ist in der Überlieferungskette eine Person, der man vorwirft, dass sie ein Lügner ist. Dieser Hadith ist da'if jiddan, das heißt, er ist nicht nur schwach, sondern der ist sogar sehr schwach.
Und es wird auch gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am 12. Rabi' al-Awwal geboren wurde. Diese Erzählung wird komplett ohne eine Überlieferungskette erwähnt. Das heißt in anderen Worten, kein Mensch weiß, wann der Prophet sallallahu alaihi wasallam genau geboren wurde, da es nicht authentisch überliefert wurde. In einer authentischen Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Soll ich euch mitteilen, wie der Anfang meiner Botschaft war? Ich bin das Bittgebet meines Vorfahren Ibrahim, Abraham. Und ich bin die Frohbotschaft Jesu, Isa. Und ich bin das Traumgesicht meiner Mutter. Nachdem Ibrahim a.s. die Kaaba mit seinem Sohn gebaut hatte, bat er Allah subhanahu wa ta'ala in einem Bittgebet: O Herr, erwecke unter ihnen einen Gesandten von ihnen, der ihnen deine Zeichen vorträgt und ihnen das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Wahrlich, du bist der Allmächtige, Allweise. Und dieses Bittgebet von Ibrahim a.s. von Abraham hat Allah subhanahu wa ta'ala erhört. Was Isa angeht, so hat er den Leuten verkündet, dass nach ihm ein Gesandter kommen wird, dessen Name Ahmad sein wird. Muhammad, der Sohn von Abdullah, der Sohn von Abdul Muttalib, der Sohn von Hashim, der Sohn von Abdu Manaf, der Sohn von Qusay, der Sohn von Kilab, der Sohn von Nurra, der Sohn von Ka'b und der Sohn von Lu'ay. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.